Dieses Wochenende sind wir in Kuala Lumpur zum großen Preis von Malaysia. Los geht's mit der heutigen Trainingssession. Machen Sie es sich bequem und genießen Sie das Geschehen. So, das erste Rennen ist vorbei. Was denkst du, wie wird sich diese Saison von der letzten unterscheiden? Ich hoffe, dass wir eine fantastische Saison vor uns haben. Das Mercedes-Team war bei den Testrennen überragend, aber das muss nichts heißen. Es ist auf jeden Fall sehr schwierig vorherzusagen, wer die Nase vorn haben wird. Ja, und damit herzlich willkommen zu Part Nummer 3 der Karriere und wie versprochen dieses Mal in der Highlight-Version, wie sich das 3-4 Leute unter dem letzten Video gewünscht haben. Auf jeden Fall war der Zuspruch da größer als zu dem vollen Wochenende. Ja, ihr seht, ich kommentiere das auch nach, das heißt, ich kommentiere nicht live und ja, Malaysia allgemein immer eine schöne Strecke bis jetzt gewesen und wir springen hier gleich mal zu meiner besten Trainingsrunde, beziehungsweise zum Ende vom Training, um einfach euch mal ein Gefühl zu geben, wo ich lag. Aktuell Position 10, das war ungefähr 10 Minuten vor Sessionende. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel mit Untersteuern zu kämpfen gehabt. Das Auto war sehr nervös und ich hatte nicht wirklich die besten Einstellungen gefunden, muss ich sagen. Ich habe ein paar Mal was verändert, aber so wirklich gebracht hat das nichts. Ihr seht aktuell Position Nummer 9. Aber wenn wir jetzt hier in das endgültige Resultat schauen, sehen wir uns nicht mal unter den ersten 12. Ja, mein Teamkollege auf der 12 hat es soweit eigentlich ganz gut gemacht. 40,5 ist der gefahren. Und vorne natürlich auf Primes sogar, sind die Meilen weit weg. Ich war auch nur auf Primes unterwegs, das heißt nicht auf Softs. Also ein bisschen Potenzial ist noch drin. Hinter mir nur die Hinterwänkler-Teams in Form von McLaren und Manor. Das ist eigentlich lustig, McLaren als Hinterbänkler-Team zu bezeichnen, aber so ist es ja im Moment. Und ich hoffe, dass ich im Qualifying zumindest ein bisschen was Besseres erreichen kann, aber viel mehr rechne ich mir nicht aus. Ein Top-10-Resultat sollte sehr, sehr schwer werden. Machen Sie es sich bequem, gleich geht es los mit dem Qualifying hier in Kuala Lumpur. In den nächsten Minuten werden wir herausfinden, wer die nötige Leistung hinlegen kann und wer nicht. Letztes Jahr hatten wir in Malaysia ein grandioses Rennen. Ich erwarte also ein ebenso faszinierendes Wochenende in diesem Jahr in Kuala Lumpur. Es gibt mindestens 3 oder 4 Fahrer, die morgen Chancen auf einen Start aus der ersten Reihe haben. Es ist also schwierig vorherzusagen, wer die Nase vorn haben wird. Ich bin sicher, dass wir heute ein spannendes Qualifying zu sehen bekommen. So, und dann schalten wir jetzt auf die schnellste Quali-Runde von Mayer. Das ist die allerletzte gewesen. Aktuell nur Position 14, ihr seht es. Ich hatte wirklich eine harte Zeit. Bremsen hier kurz vor 100 Meter. Und ja, das war gewollt, dass ich hier so ein bisschen weiter rauskomme. Ich wollte nämlich hier ein bisschen weiter eher innen sein. Da hatte ich nämlich auch Probleme mit der Traktion zu dem Zeitpunkt. Die Strecke war relativ grün, also es war relativ wenig Grip vorhanden. Deswegen waren wir auch nicht viel schneller als im Training. Dann sind wir sogar nur auf 15 herabgerutscht und nochmal eine Zehntel fehlt uns auf unsere eigene Zeit. Also es sah wirklich nicht gut aus, jetzt kommen wir hier zu dieser Kurvenpassage. Da sind wir nicht ganz am Scheitelpunkt, kommen dadurch hier einen Ticken zu weit raus, aber das ging einigermaßen noch. Ich war nicht zufrieden, das war natürlich, hat natürlich wieder auch ein bisschen Zeit gekostet, aber die Runden zuvor waren auch nicht besser. Hier zumindest einigermaßen gut durchgekommen, da waren wir ein bisschen am Extenden, aber das geht auch klar. Ist ja hier kein Nigerrennen. So, die Kurve haben wir jetzt gut getroffen. Auch eine gute Traktion raus, so scheint es. Und hier die Rechtskurve läuft auch. Und jetzt gehen wir hier in die Links und wieder in die Rechts. Und nun kurz vor dem Asphalt auf der rechten Seite gehen wir in die Bremse. Und das war wirklich gut. Das haben wir jetzt mal gut getroffen. Die Runden zuvor war das immer unser Knackpunkt. Den letzten Sektor haben wir 0 getroffen. Und wir kommen jetzt hier hin, bremsen in der Mitte etwa von diesem Asphaltstück auf der rechten Seite, wo die weiße Linie ist. Treffen die letzte Kurve auch gut. Das war jetzt mal ein guter letzter Sektor. Da können wir eventuell noch 1 oder 2 Zehntel gefunden haben. Und das ist Position 12 bzw. 13. Also nicht zufriedenstellend. Das war eben nicht klar erkennbar. Ihr seht es auch, Max ist enttäuscht. Ja, vielmehr war da wirklich nicht drin, muss man sagen. Also, ich habe mein Bestes gegeben. Okay, 1, 2 Zehntel wären gegangen. Und dann schauen wir jetzt mal aufs Resultat.
sogar ein McLaren ist vor uns. Also das war wirklich kein gutes Qualifying. Aber wie gesagt, ich habe auch mit ein bisschen mehr Benzin trainiert im Training. Da habe ich ein bisschen was reingepackt in der Hoffnung, dass ich da ein bisschen was über das Auto lerne. Und ihr seht, 2/10, das wäre schon Position 10 gewesen. Also das wäre auf jeden Fall im Rahmen des Machbaren gewesen. Lewis Hamilton auf der Pole vor Nico Rosberg. Ja, Kimi Räikkönen schlägt Sebastian Vettel, den Sieger von Australien. Dahinter die beiden Williams. Ricciardo schlägt mal wieder quer, relativ deutlich. Hülkenberg als letzter in den Top 10. Ja, wie gesagt, 2/10 fehlen uns. Und dann werden wir 10. So. Das wär's zum Qualifying, jetzt kommen wir auch direkt zum Rennen. Und ihr seht, so wirklich die langweiligen Parts habe ich rausgeschnitten. Und ja, jetzt geht's hier los in der tropischen Hitze. Wetterbericht gibt's ja in F1 2015 nicht, das heißt, ich weiß nicht, was mich erwartet. Aktuell ist das Wetter noch trocken. Nach seiner fantastischen Vorstellung gestern wird er dieses Wochenende definitiv weit vorn beenden wollen, hat aber eine Menge Rivalen. Ich glaube nicht, dass er mit einem einfachen Rennen rechnet, besonders nicht, wenn man sich die Teams um ihn herum so ansieht. Was war das beim letzten Mal für ein Rennen für Sebastian Vettel? So, hier schauen wir nochmal uns das Resultat an. 13 und 14, also wir haben zumindest unseren Teamkollegen geschlagen, das war das Hauptziel. Und das zeigt auch, wie schwer der Toro Rosso auf dieser Strecke zu handeln ist. Hier sehen wir nochmal die Top 10. Form ist tagesabhängig, wahre Klasse jedoch von Dauer. Und nun geht's auch los, schauen wir uns gleich nochmal die Strategie an, die uns vorgeschlagen wird. So, das sind 2 Stops, einmal auf weich und dann auf hart, bis Runde 28. Auf jeden Fall scheint das eine logische Strategie zu sein. Mal schauen, wie gut wir mit den weichen Reifen denn klarkommen. Ob wir wirklich so lange draußen bleiben können. Wir haben ja nur einen frischen Reifensatz, den wir gleich im ersten Sinn verwenden. Alle anderen habe ich im Qualifying angefahren. Und es geht schon los, die Ampeln gehen sofort an. Und der Start schien relativ gut. Wir hatten nicht so viel Wheelspin, trotz der... Ja, wir starteten auf der guten Seite und Button kam hier nicht wirklich weg mit seiner Honda Nicht-Power, sollte man vielleicht sagen. Wir bremsen hier aggressiv in Kurve 1, da wird uns Platz gelassen. Da nehmen wir gleich mal 2, 3 Positionen ein. Hier ein leichter Kontakt mit Grosjean, da werden wir von hinten von Perez geschoben, aber soweit alles glimpflich. Und da sind wir schon hinterm großen Bruder, hinterm Red Bull von Ricciardo. Sind jetzt hier auf die Innenbahn, probieren den da zu schlucken und wir können deutlich später bremsen. Auch Grosjean ist ja sehr vorsichtig. Geht da auf die Außenbahn. Die beiden schnappen wir uns zumindest auch. Aber die vor uns sind schon etwas enteilt. Die beiden Williams, die beiden Ferraris und natürlich die beiden Mercedes. Die Teams, die die Teamwertung wahrscheinlich unter sich ausmachen werden und die auch in jedem Rennen, denke ich mal, die Favoritenrolle innehaben. Also einer von denen... Sechsen wird immer das Rennen gewinnen, da bin ich mir sicher. Und die haben auch natürlich einen kleinen Vorsprung auf uns als großes Feld. Aber wir können noch dranbleiben. Vielleicht können wir hier eine kleine Lücke reißen. Und ihr seht, ich kann wirklich, wirklich jetzt das Tempo von denen auch hinter mir mitgehen. Jetzt in Runde 3 werden wir das erste Mal attackiert von Ricciardo. Oben rechts die Perspektive von Grosjean, der natürlich mit dem Mercedes-Motor deutlich mehr Power hat. Auch natürlich jetzt das DRS aktiv. Sieht da jetzt links. Ganz links ist er da, da taucht er auf. Aber wir halten hier die Linie in. Da sieht man es und er zieht da zurück. Da kommt auch noch Ricciardo. Wäre natürlich gut, wenn Ricciardo vorne bleibt. Aufgrund der Topspeed hätte Grosjean es definitiv leichter als der gute Mann aus Perth, wie der gute Heiko Wasser sagen würde. Jetzt, wo er im Spiel ist, kann ich das auch mal öfter bringen, so Sprüche von ihm. Und ist jetzt wirklich entscheidend. Und da setzt sich Ricciardo auf der Innenlinie durch, obwohl nicht ganz, aber ich kann euch so viel sagen. Ja, das hat gereicht an dieser Stelle. Und ihr seht es auch hier einigermaßen gut, komme ich jetzt hier durch die Kurven durch. Ich habe nicht mehr wirklich dieses extreme Untersteuern bei diesem schweren Auto. Also mein Problem wird eher darin liegen, das Tempo mitzugehen, wenn das Auto leicht gefahren ist, also am Ende des Rennens. Springen wir in Runde 6 und die Reifen, die ziehen schon ein paar Blasen. Also man sieht es rechts, die sind schon etwas abgefahren, aber ein, zwei Runden sind mit denen auf jeden Fall nochmal drin. Und ich habe auch einen relativ guten Reifenverschleiß im ersten Stint gehabt. Und hier hatten wir jetzt einen massiven Fehler. Da waren wir jetzt zu weit außen in dieser schwierigen Rechtskurve auf die lange Gerade hinaus. Und Ricciardo hat DRS und wir haben keins. Wir können aber trotzdem einigermaßen mithalten. Bremsen jetzt hier später als er.
gehen hier die etwas weitere Linie und sind da erstmal vorbei an Ricardo. Aber da kommt Grosjean, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Und der jetzt mit seinem Mercedes-Motor direkt vorbeizieht. Und wir probieren hier nochmal vielleicht eine Gegenattacke, kommen jetzt etwas näher. Wir sind deutlich später und das war zu spät. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch die Strecke verlassen. Da ist Ricardo. Da stülpen wir jetzt aber nochmal innen rein mit dem Dive-Bomb. Und da passt die KI auch auf. Und aktuell ist das dann Position Nummer 7. Und wir probieren jetzt hier so lang wie möglich an Grosjean dran zu bleiben, der wirklich auch Probleme hatte mit den Reifen. Mehr und mehr kam das. Sogar deutlich schlechtere Reifen als ich schien er zu haben. Und so kam es jetzt in Runde 8. Wir sind relativ nah dran, auf jeden Fall bereit für ein Überholmanöver in der DRS-Zone. Aber wir bremsen hier einfach mal später in dieser Kurve, in der wir vorher den Fehler gemacht haben. Und da gehen wir vorher vorbei schon. Auch wenn wir ein bisschen weit rausgekommen sind und relativ spät aufs Gas gehen konnten, sind wir vorbei, da wir jetzt das DRS haben und Grosjean nicht. Und in der nächsten Runde steht auch schon unser Boxenstopp an. Und ja, Grosjean zieht da jetzt in die Box. Interessant wird jetzt zu sehen sein, auf welchen Reifen er sein wird. Sonst könnte er jetzt theoretisch einen Undercut starten. Eine Runde wird er jetzt auf frischen Reifen sein. Wir gehen natürlich eine Runde später in die Box. Runde 9. Kommen wir relativ weit raus. Die Reifen sind auch schon relativ verschlissen. So, und ab hier wird die KI übernommen. Oder übernimmt die KI meinen Wagen. Und hier habe ich keine wirkliche Kontrolle mehr. Da wird die Anzeige mal kurz ausgeblendet. Etwas buggy. So, jetzt warten wir natürlich auf unsere Pit Crew. Wir sind einer der letzten, die in die Box gehen. Also wir haben einen guten Reifenverschleiß auf jeden Fall. Kriegen jetzt hier ja schon benutzte Reifen. Also mit dem bin ich eine Quali-Runde gefahren, definitiv. Die Reifen werden natürlich nicht ganz so lange halten. Daher gehe ich mal jetzt davon aus, dass ich eine Runde weniger mit denen draußen bleibe, als mit denen, ich am Anfang draußen war. Und da hatten wir mal wieder diesen lustigen Bug, wenn man aus der Box fährt, den wir schon in Australien hatten, wo dadurch mein Motor beschädigt wurde. Hier hatten wir Glück und wir sind sogar vor Grosjean herausgekommen, wie man hier sieht, auch wenn es relativ knapp ist, aber da ist nichts angebrannt. Deswegen machen wir jetzt mal einen großen Sprung in Runde 17, wo unsere Reifen wirklich tot sind. Diese Runde heißt es wieder an die Box gehen und es ist nichts passiert eigentlich. Die KI ist in dieser Runde herangekommen. Wir hatten eine 2-Sekunden-Lücke in den Runden zuvor. Die ist diese Runde erst zu Neige gegangen. Vettel war auch schon ein zweites Mal an der Boxengasse. Und wir gehen jetzt, das heißt, wir bremsen später, kommen hier dann etwas zu weit raus und kriegen dafür eine Verwarnung, was nicht wirklich Sinn macht, weil ich ja keine Zeit dadurch gewonnen habe. Aber ja, wirklich viel ist nicht passiert. Es gab keinen Überholversuch, das war jetzt die erste Aktion. Also, ihr seht, der ganze mittlere Stint war eigentlich nur darauf bedacht, einigermaßen zu pushen. Ich habe da auch relativ hart meine Reifen benutzt. Das merkt man auch wirklich, dass ich da ein bisschen aggressiver war. Und nochmal ein guter Stop. Jetzt wird natürlich auf diesen harten Reifen durchgefahren. Mal schauen, wie viel die langsamer sind. Die waren nicht so viel langsamer wie in Australien. Da war es ja wirklich extrem, aber die Reifen sind kalt. Auch hier wieder das mit dem Bug. Ja, und die Reifen sind eiskalt. Wir kommen ja auf Position Nummer 9 heraus. Viele waren jetzt noch nicht an der Box. Also Vettel war so ziemlich der Einzige, der vorne aus der Spitzengruppe an der Box war. Und ihr seht, die Reifen sind eiskalt hier in der Temperaturanzeige. Springen wir eine Runde weiter auf der Geraden. Natürlich hier hinten sind die von vornherein kalt. Die waren schon am Ende des letzten Sektors wieder warm. Also einigermaßen auf Temperatur sind sie. Jetzt seht ihr auch beim Bremsen werden sie auf jeden Fall warm. Da sind wir zu weit in. Aber wir sind wieder vor Ricardo herausgekommen, der wirklich eine schlechte Runde hatte. Und wir hatten natürlich diese frischen Reifen, die wir im zweiten und vor allem auch im dritten Sektor gut nutzen konnten. Und allgemein scheinen wir Vorteile beim Boxenstopp zu haben gegenüber der KI. Deswegen jetzt hier die Lücke, wir sehen es bei 2,8 Sekunden. Aber ich war wirklich nicht gut in diesem Stint. Also auch allgemein, mir gefiel so die Art nicht, wie dieses Auto sich fahren lässt auf diesen harten Reifen, gerade auch mit wenig Benzin. Und da ist Ricardo auch schon dran, Runde 21. Jetzt könnte eine Attacke kommen. Er hat auf jeden Fall das DRS-System aktiviert. Mein Motor ist ein bisschen warm. Ich habe da ein bisschen viel auf Fett gefahren. Und da kommt die Attacke von Ricardo. Wir probieren es hier außen rum zu halten. Sind da etwas zu spät auf der Bremse, aber Ricardo ist da schon längst vorbei, konnte die Linie inhalten. Und ihr seht es auch hier schon in allein in dieser Traktionszone hier raus aus der Turn 1 und 2 gab es überhaupt keine Chance für uns gegen Ricardo. Und er hat sich wirklich schnell abgesetzt innerhalb der letzten 6 Runden um über 6 Sekunden. Also da hatten wir keine
gar nichts entgegenzusetzen und wir springen in Runde 27, wie ihr seht, und es tröpfelt ein wenig vor sich hin. Das könnten die Andeutungen für den monsunartigen Regen, der in Malaysia typisch ist, sein. Und ja, vielleicht kommen wir mit dem blauen Auge davon. Die Strecke ist schon ziemlich nass, die Reifentemperatur in der Kurve war vorne links auch nicht mehr so hoch. Da war der wirklich teilweise orange, jetzt war der knapp unter grün. Also wirklich nass ist es schon. Wir verlieren auch 3 Sekunden auf unsere Runde zuvor. Das heißt, es ist jetzt wirklich schon nass. Und wir bleiben trotzdem draußen, weil wir eine Riesenlücke nach hinten haben. Wir würden viel zu viel riskieren, würden wir jetzt in die Boxengasse abbiegen. Die KI tut das aber hinter uns. Und wir haben wirklich eine Riesenlücke. Das heißt, wir können eigentlich nichts verlieren, sobald wir keinen unnötigen Scheiß machen. Und ihr seht, ich kämpfe mit diesem Wagen. Auch hier deutlich auf der Bremse. Hier gerade noch rum, da sieht man das Spray an Meris Wagen hochsteigen. Und da haben wir Glück, da kommen wir knapp an ihm vorbei. Und ihr seht es auch hier, extremes Untersteuern. Die Strecke ist jetzt wirklich reife Intermediates. Definitiv. Kommen wir auch weit raus. Und übersteuern, also wirklich hart. Bremsen jetzt hier runter. Ganz vorsichtig. Ich gehe auch nicht in den ersten Gang. Ich will auch hier kräftige Short Shifts von mir. Ihr seht es links an der Anzeige. Ich habe da weit vor der roten Markierung hochgeschalten. Auch hier extrem vorsichtig. Wie gesagt, wir können nur was verlieren. Und wir haben eine halbe Runde Vorsprung. Die nächsten hinter uns sind jetzt erst am Einbiegen in die links-rechts, wenn wir hier die Strecke verlassen zweimal. Ja, hier ist es wirklich schon zu nass für diese Trockenreifen. Und ein Glück ist das die letzte Runde, denn da hätten wir ordentlich verloren, hätten wir es noch an die Box gemusst. Ihr seht es auch hier auf der Geraden. Bis in 5. Gang haben wir Wheelspin. Aber eigentlich kann uns jetzt nichts mehr passieren. Wir könnten theoretisch ganz langsam jetzt das Rennen zu Ende fahren. Biegen jetzt hier in die letzte Schikane ein, beziehungsweise in die Haarnadel. Und jetzt probiere ich einfach mal Vollgas zu geben, um zu gucken, was passiert. Denn passieren kann jetzt nichts mehr. Und da bricht das Auto aus und wir verlieren einen Teil unseres Frontflügels. Aber das ist scheißegal, auf gut Deutsch. Denn wir sind mittlerweile im Ziel angekommen. Trotz des verlorenen Frontflügels jetzt auf der letzten Geraden. Aber das war nur nochmal ein Test, um zu sehen, wie man das Auto abfangen kann. Wir sind auf jeden Fall zufrieden mit dieser Position. Position Nummer 7 gibt weitere 6 Punkte für uns. Und das war natürlich ein weitaus besseres Rennen als Qualifying. Hier sehen wir das Resultat. Ich spreche mal über die Kommentatoren rüber. Rosberg gewinnt vor Raikön und Bottas. 3 verschiedene Teams auf dem Podium. Ihr seht, kein Hamilton, der ist ausgefallen. Es ist mir aber während des Rennens auch nicht aufgefallen. Ja, dann der Beste von den dahinter Ricardo auf der 6. Vettel, der Sieger von Melbourne, nur auf der 4. Ja, Button holt Punkte für McLaren. Denen hat das Wetter wirklich geholfen. Und Hülkenberg knabbert sich auch 2 Punkte und Sainz den letzten. Ja, Grosjean ist dann ein bisschen zurückgefallen. Der hat wirklich einen sehr, sehr schwachen Mittelstint gehabt. Und Marcus Ericsson auf der 12. Sauber, auch keine Punkte hier in Malaysia. Und das ist es so ziemlich von diesem Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ihr seht hier jetzt noch, ja, gleich die untere Hälfte, wer alles ausgeschieden ist. Eigentlich war das ein interessantes Rennen, auch wenn wir nicht wirklich viele Zweikämpfe hatten. Es war ein toller Start, muss man sagen. Dann schalten wir auch mal runter. Hier sieht man Quert und Hamilton ausgeschieden. Nase anscheinend auch, der hatte 2 Runden Rückstand, sonst würde sich das meiner Meinung nach nicht erklären lassen. Eigentlich ist keiner schlechter als Manor. Auch wenn das jetzt, ja gut, da kann Manor nichts für, dass sie so wenig Budget haben. Ja gut. So sieht das Resultat aus und das nächste Mal wird dann in China sein, einer meiner besten Strecken in den letzten 2 Jahren. Mal schauen, wie ich mich da schlagen werde. Werde auf jeden Fall nochmal was am Setup tüfteln, ich glaube nicht, dass es optimal ist. Und jetzt haben wir gleich noch den WM-Stand und den Konstrukteurs-WM-Stand, den wir uns anschauen werden. Einmal hier Nico Rosberg übernimmt die Führung in der WM vor Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. Hamilton nur auf der 7, 2 schwache Rennen von ihm und wir auf der 4 als bester nicht Williams, Mercedes oder Ferrari. Das ist eine starke Leistung auch in der Team WM noch vor Williams durch das starke Wochenende in Australien, wo wir ja wirklich phänomenal
beide Autos unter die Top 6 gebracht haben. Manu, das einzige Team ohne Punkte, das gefällt mir auch gut, dass jedes Team Punkte holen kann, dass es nicht so sortiert ist wie in F1 2013 und 2014. Und damit sind wir wirklich jetzt am Ende angelangt. Ich freue mich, dass ihr, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, zugeschaut habt. Und mich würde interessieren, ob euch das jetzt wirklich besser gefällt, ob ich das weiter fortsetzen soll. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Da würde ich mich riesig drüber freuen oder auch ein Like. Das unterstützt nämlich das Video, dass es weiter oben angezeigt wird. Und das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!